Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und ich zeige euch heute, wie ihr Pokémon Go auf eurem Windows Phone installieren könnt. Dafür braucht ihr einen PC mit Windows 10. Ihr müsst drei Dateien herunterladen, nämlich 1, 2 und 3, die haben wir hier. Das ist einerseits die App und zwei Dependencies für die App. Und dann braucht ihr natürlich ein Windows Phone und das war's eigentlich schon. Also das heißt, ihr ladet jetzt die Dateien runter und navigiert jetzt auf dem Smartphone zu jener Domain, die ihr dann angezeigt bekommt. Und zuerst müsst ihr hier unter Updates und Update und Sicherheit, dann für Entwickler. Bei mir ist es jetzt auf Englisch. Mal die Helligkeit hoch. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Und dann geht ihr hier unter Device Portal und dann müsst ihr das hier aktuell einschalten. Und dort, wo ihr jetzt bei mir WLAN steht, da seht ihr eine Domain und auf die müsst ihr dann zugreifen. Das wäre bei mir 192.168.31.250. Und das gebe ich jetzt einfach hier in meinem Browser ein. Dann solltet ihr so ein Interface sehen. Hier steht also der Name eures Windows Phones und die aktuelle Betriebssystemversion. Und dann geht ihr hier zu Apps. Und hier unten seht ihr dann App Package und Dependency. Und als erstes wählen wir hier das App Package aus. Das solltet ihr dann schon im Download-Ordner haben und das ist dann die Pokémon Go UWP 1.03 ARM. Das fügt ihr hier rein und dann müsst ihr zwei Dependencies hinzufügen und zwar einerseits die .NET Runtime, dann nochmal hinzufügen und dann wählt ihr die VC-Libs-Datei aus und geht hier drunter auf Go. Das wird dann installiert und in Kürze seht ihr dann die Pokémon Go App auf eurem Windows Phone. So, und jetzt ist die Pokémon Go App installiert. Ihr werdet sie ganz hier oben sehen, also Pogo UVP heißt sie. Und die starten wir jetzt einfach. So, und ihr werdet dann mit einem Login-Bildschirm präsentiert. Ihr könnt euch nicht mit einem Google-Account anmelden, sondern eben nur mit einem Pokémon Trainer-Account. Und jetzt schreibe ich da mal meine Login-Daten rein. Geht hier unten dann auf Login. So, jetzt braucht die App die Bestätigung, dass sie auf die Ortungsdienste zugreifen darf. Das müsst ihr auf Ja drücken. So, jetzt wird der Ort abgerufen. So, und jetzt haben wir Pokémon Go auf einem Windows 10 Mobile Gerät. Wie ihr seht, ist es noch alles 2D. Es gibt keinen 3D-Modus im Grunde. Alles ist noch recht einfach. Und es gibt auch keine Pokémon-Verwaltung. Es gibt das Einzige, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt herumspazieren, der Ort wird auch abgerufen und ihr könnt hier auch diese Pokéstops dann, wie soll ich sagen, quasi öffnen und auch irgendwie draufklicken und dann solltet ihr auch einen Farm haben, genau, okay. Und ihr könnt hier auch einzelne Pokémon fangen. So, das sollte dann so funktionieren. Okay, das mit der Wurfanimation gibt es auch noch nicht und ihr macht eigentlich immer einen perfekten Wurf. Deswegen gibt es auch mehr Punkte. Ja, was anderes hat der Entwickler einfach noch nicht implementieren können. Ihr seht hier auch die Pokémon, die sich in der Nähe befinden. Und ja, das ist Pokémon Go unter Windows 10 Mobile. Wenn ihr jetzt auf diesen Pokéball da drücken, sollte sich ein fancy Menü öffnen, tut es aber noch nicht. Ist also auch noch nicht implementiert. Hier seht ihr dann auch das Level, das ist ziemlich praktisch. Und ja, im Grunde könnt ihr auf die normalen grundsätzlichen Funktionen von Pokémon zugreifen. Wie ihr seht, gibt es keine Arenen. Das liegt daran, dass der Entwickler das einfach noch nicht implementiert hat. Es gibt nur Pokémon-Fang, ihr macht immer einen perfekten Wurf. Ihr könnt hier bei den Pokéstops farmen. Okay, der ist außer Reichweite. Und mehr könnt ihr eigentlich auch nicht machen. Auch der ist außer Reichweite, schade. Ja. Das war's auch schon. Das war Pokémon Go unter Windows 10 Mobile. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Spielen und jetzt könnt ihr auch der Allerbeste sein, wie keiner vor euch war. Viel Spaß beim Spielen und tschüss von mir.